Guten Morgen, Olaf hier. Ja, Himmelfahrt, Sonne scheint, Fahrrad ist drauf. Ich fahre gleich zum Minot, hol den ab und dann machen wir die nächsten 3-4 Tage eine schöne Fahrradtour nach unten lang. Mal gucken, ob sich das Wetter hält. Im Moment Sonne scheint, die haben Wetterumschwung vorher gesagt. Die letzten Tage war super heiß, heute soll es irgendwie ab Mittag regnen. Ich weiß es nicht. Regenklamotten habe ich mit. Ich habe von Expert das erste Mal diese Chaps mit. Nur diese Beinlinge. Mal gucken, wie die sind. Das ist ein bisschen luftiger. Und ja, wie gesagt, ansonsten haben wir alles mit, was wir brauchen. Die Packtaschen sind schon im Auto. Und ich denke, wir werden einfach eine gute Zeit haben. Also, dann sehen wir uns nachher auf dem Weg. Ja, inzwischen sind wir unterwegs. Sind noch schon an der Runde. Ja, das Wetter scheint aber tatsächlich umzuschlagen. Es wird ziemlich diesig. Da sind auch noch Kanufahrer unterwegs. So, ja, wir fahren die ganze Zeit auf dem Deich. Jetzt müssen wir einmal kurz runter, weil da vorne stehen Schafe, da ist Weidebetrieb. So, runter von der Straße. Wir sind eben durch Sackbruch gefahren. Und jetzt geht es hier schön durchs Bahnführerholz. Frisches Grün. Es ist immer noch trocken, die Sonne scheint immer noch. Scheint Glück zu haben. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja, das wird ja wohl sein, ne? Schlechte Wegstrecke. Warte mal, lass mal aufs Navi gucken. Also wir sind. Wir müssten. Hier noch eigentlich nur ein kleines Stückchen hoch. Boah. 18,36. So, da kommt die Püttenhütte. Da machen wir mal kurz Päuschen. So, weiter geht's Richtung Ostritrum und dem Großsteingrab. Ja, eben leckeres Hefeweizen getrunken, das hat echt gut getan. Und jetzt geht's weiter. Na, das nenne ich doch mal eine Schutzhütte. Poggenpolseck. Mit Bartresen. Aber echt mega gepflegt, ne? Toll. Guck mal hier, eine kleine Spende. Für den Platz. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mal so eine Schutzhütte gesehen hätte. Toll. Bis jetzt läuft super. Irgendwie knapp an 30 Kilometer. Bis jetzt war echt schönes Fahren. Man sollte es nicht glauben, auf dem Hundeweg, wir haben hier oben Hügel. Wenn es hoch geht, mit dem ganzen Gepäck einfach retten. Das merkt man. Na gut, ich meine, da hängt ja auch einiges dran. Wie gesagt, hier hinten ist das Zelt drin und noch ein Hocker. In einer Tasche ist alles zum Schlafen, in der anderen zum Kochen. Vorne habe ich noch Klamotten drin in den vorderen Taschen. Oh, es fährt sich gut. Minot hat vorne keine Taschen dran, dafür hinten ein bisschen mehr drauf. Passt. Ja, wird gerade ein bisschen diesig. Mal gucken, wir machen hier jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Gucken, ob wir die noch brauchen, ob es gleich doch noch regnet. Ich hoffe nicht. Honighof zu Dödlingen. Habe ich auch noch nie was von gehört. Cool. Ja, wir sind jetzt wieder die ganze Zeit an der Runde dran. Eben waren wir an diesem Alpenhundearm. Ich muss sagen, hier haben wir damals auch schon mal gelagert. Kurz den ganzen Tag.
Die Kanu habe ich vorbeifahren sehen. Ja, hier ist ganz schön Bewegung in der Hunde. Hier ist gerade so ein Brückenpfeiler und da bricht sich das Wasser halt, ne? Aber hier mit dem Kanu durch ist schon spannender. Ich habe auch schon gesehen. Ja, wir stehen hier gerade an so einem alten Wehr, haben jetzt knapp 50 Kilometer gefahren, eben einmal nass geworden, wie man sieht, einmal komplettes Regenzeug an. Ich schätze jetzt nochmal ungefähr 6 Kilometer bis zum Campingplatz. Ja, weiter geht's. Zum Wohl. Ja, genau. Prost. Nach 59,6 Kilometern haben wir uns hier verdient. Ist irgendwie mehr geworden wie geplant. Die Strecke wurde unterwegs irgendwie Fehler in der Matrix geändert. Aber scheiß drauf. Ach ja. Doch, auf jeden Fall haben wir hier einen gemütlichen kleinen, hoffentlich ruhigen Campingplatz. Da hinten ist es zumindest. Wasseranschluss, unsere beiden Vango Zenit stehen, allerdings in verschiedenen Farben. Ja, und jetzt trinke ich erstmal Ruhe mit dem Bier aus. So, jetzt kommen wir auch endlich mal wieder an die Hunde ran hier. Das heißt, hier steht ja Hunderadweg. Hallo Enten. So, kurzes Päuschen. 10 Kilometer haben wir schon, wieder ist gerade kurz nach 10. Gegenüber ist ein total geiler Wald, ist allerdings militärischer Sicherheitsbereich. Ist in der Nähe von Diepholz. Fahren lässt sich hier gut. Kommt fast nie ein Auto vorbei. Bisschen bewölkt heute. Wenig Sonne. Trocken ist es. Ach, die 59 Kilometer von gestern, die merkt man irgendwie noch. Der Hintern tut noch weh. Aber müssen wir durch. Macht auf jeden Fall riesen Spaß. Schick, schick. Ja. So, jetzt sind wir inzwischen in Diepholz angekommen und jetzt suchen wir uns hier gleich mal irgendwas, wo wir Mittag essen können. Ich hätte irgendwie Bock auf eine Pizza. Ja, wir fahren jetzt gerade hier im Diepholzer Schloss vorbei. Versteckt sich da was hinter den Bäumen. Ja,
hatten gerade eine sehr leckere Pizza. Und hatten noch einen Polizisten getroffen, der war total interessiert an Fahrradreisen. Er machte das wohl jedes Jahr, so ein paar Wochen. Fragte uns erstmal, wo wir herkommen, wo wir hinwollen. Und, aber war super nett, echt. War interessant. Er machte viel so Couchsurfing und sowas. So, ja. Weiter geht's Richtung Dunkel. Weiß nicht, ob man das gerade sehen kann. Der ganze Himmel ist voll mit Fallschirmspringern. Hier ist ein kleiner, wie gesagt, hier ist ein kleiner Flughafen. Da ist gerade ein Hubschrauber wieder gelandet. Ich nehme an, der hat die hochgebracht. Und ja, der Himmel ist voll. Ja. Wahnsinn. Ja, ich bräuchte ja zwei. Junge, da kommen wir mal einen Sprung runter da hinten. Ne? Ja. Ja, wir sind jetzt hier auf so einem Skulpturenweg. Was auch immer das sein soll. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Aber was ist daran jetzt Kunst? Das konnte ich mit Lego auch schon. Ne, da oben, da sind wir jetzt ja bei dem P. Kommt da ja noch ein Campingplatz hier, da kommt noch einer und auf der anderen Seite kommt auch noch einer. Müssen wir gucken, wir gucken uns die beiden an, die hier vorne sind, wenn die nichts sind. Ja, wir sind am Sommer angekommen und das Ganze auch noch bei bestem Wetter. Großartig. Zum Wohl. Zum Wohl. Morgen vom Campingplatz Rohrdommel am Dümmersee. Genau, sowas. Ja, gut geschlafen. Also ich zumindest. Ich glaube, Minold diesmal nicht. Neben einfach noch so eine kleine Party, aber ich war so müde. War herrlich. Ja, Wetter heute soll auch prima werden. Wie gesagt, wir hatten unser Ziel, hier zum Dümmer zu kommen, eigentlich für 3 Tage geplant, haben es aber irgendwie in 2 geschafft.
Und insofern nutzen wir heute den Tag und machen nochmal eine schöne Rundtour um den Dümmerseeum zu. Das sind so 20 Kilometer. Ein bisschen gucken. Irgendwo noch lecker Mittagessen. Und dann haben wir wirklich drei schöne Tage. Hat super viel Spaß gemacht auf dem Fahrt. Fühle ich mich, oh, geht, klar. Man merkt, dass man etwas getan hat, aber ist jetzt auch nicht so, dass man sich nicht mehr bewegen könnte. Ja, ich freue mich jetzt auf einen schönen, leckeren Kaffee. Und dann packen wir hier noch zusammen. Wir haben heute sehr viel Zeit. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder bei der Seerumrundung. Ich bin übrigens mit diesem kleinen Set mit der Tox Topf und der Kite Titan Tasse. Bin ich super zufrieden. Also ich habe jetzt einen kleinen Gasbrenner mit, ich habe aber auch den Tox Spiritusbrenner mit. Den benutze ich jetzt nur im schnell für Kaffeewasser. Und jetzt gibt es einen schönen leckeren Kaffee aus Äthiopien. Hier ist noch die Strandbar, wo wir gestern Abend den Sonnenuntergang beobachtet haben. Schön. Du meinst, wir müssen über die Brücke? Nein, da fahre ich nicht, weil ich fahre da einmal eine Runde. Wunderschöner Weg, aber etwas anspruchsvoll zu fahren. Thank you.